Das ist der Traum. Und so sieht die Wirklichkeit aus. 6 Uhr morgens, der Wecker beendet den Rennfahrertraum. Ohne Frühstück geht es direkt in den Fitnessraum. Die 5-fache Fitnessweltmeisterin Susanne Malekpour macht die Jungs warm, vielleicht sogar heiß, eine gute Stunde lang Aufwärmtraining. Dann geht es erst richtig los. Wir sind im Bootcamp von Opel. Wer hier nicht besteht, fliegt raus. So einfach ist das. Wir wollen Top-Athleten am Start haben beim 24-Stunden-Rennen. Und die haben natürlich auch selber schon oft genug gespürt, welche Fliehkräfte nehmen Einfluss auf den Körper. Und da mussten wir einfach gewaltigen Aufbau machen. Wer glaubt, dass Rennsport nur daraus besteht, sich ins Auto zu setzen und Gas zu geben, hat sich schwer getäuscht. Oberkörper gesamt, Oberarme, Brustmuskulatur, Rücken, Bauchmuskulatur und dann nicht auch Nacken ist sehr, sehr wichtig. Jungs, Laufklamotten und Sportschuhe anziehen. Ein kleiner 8 Kilometer Dauerlauf steht auf dem Programm. Wer das hinter sich hat, bekommt einen Helm auf den Kopf, einen Sicherheitsgurt um und wird sofort durch einen Klettergeschicklichkeitsparcours gejagt. Auf die Plätze, fertig, go! Ich bin jetzt am plattesten, aber es hat am meisten Spaß gemacht. Morgens um 6 Uhr antreten, ohne Frühstück, eine Stunde an den Geräten bis zur völligen Erschöpfung. Dann noch mit Frau Einpeitscherin Gewichte stemmen und Aerobic und tralala. Da haben wir wirklich fast gekotzt. Die erste Übung nach einer kurzen Nacht, mit dem Mountainbike 17 Kilometer den Berg hoch. Der Gipfel liegt 2100 Meter über Meereshöhe. Der erste ist nach gut 1,5 Stunden oben. Die Kondition, die Ausdauer, die muss beim 24-Stunden-Rennen genauso vorhanden sein wie beim Fahrradfahren auf dem größten Berg hier. So manch einer wird sich spätestens jetzt vielleicht mal fragen, welchen Sinn hat das alles? Wir befinden uns hier im Breitensport und da hat Opel traditionell die größte Fangemeinde. Und gerade diese Fangemeinde, diese Menschen müssen wir ansprechen und müssen uns als Marke mit Aktionen präsentieren, dass wir auch erreicht werden können von den Menschen. Das tun wir mit dem OPC Racecamp. Nach 2 Tagen Drill ist Kartfahren regelrechte Entspannung. Doch nicht ohne Hintergedanken lassen Winkelhock und Reuter die Kandidaten ein paar Runden im Kart drehen. Wer es jetzt noch schafft, eine saubere Kurve zu fahren, kann hoffen, weiterzukommen.